auch da. Ja, ich wollte sehen, wie es aussieht hier in der Kamera, ob ich da richtig rüberkomme. Ja, du kommst bestimmt richtig rüber. Du hast ja auch ein extra Licht gerade eben bekommen. Das ist ein Licht? Ja, das ist ein Licht. Das ist dein Licht? Ja, das ist dein Licht. Wo guckst du hin? Na, der ganzen Kameras, die du aufgebaut hast. Jetzt haben wir 17.59 Uhr. Ich schalte jetzt nicht mehr ab. Ich bleib einfach drauf. Man hat dich nicht gesehen, aber atmen gehört. Das heißt also, wenn der Film läuft... Ja, dann bist du auch zu hören. Das heißt, wenn ich laut pupse, dann hört man das auch? Natürlich. Oh! Ja, da bin ich ja froh, dass ich nicht irgendwelche unflätigen Sachen gesagt habe, ne? Ja. Ja, setz dich mal rechts neben mich, damit ich das mal einstellen kann. Okay. Okay, Achtung, ich helfe dir. Oh ja. Okay, so. Sitzt du gut? Nee. Ja, das habe ich mir gedacht, aber das kann ja keiner sehen. Ich habe hier ein Video, vielleicht die meisten Sachen habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen. Aber ich habe in Star Club in Kassel, weil wir gerade darüber reden, habe ich ein Video gemacht, da lag ich in meiner Künstlerbutze im Bett und habe wohl nichts anderes zu tun gehabt, als über, wie heißt das, A Cappella, ein Lied einzusingen. Ich zeige euch das einfach. Also, verzeiht mir... wenn es ein bisschen bescheuert ist, aber mir hat das unglaublich Spaß gemacht. Pass mal auf hier, das meine ich. Jetzt muss ich gucken, ob ihr das auch seht. Ah, das muss ich umschalten. Und darüber. Du bist die Kleine, die Kleine, die ich meine, also sei doch bitte meine. Du hast so schöne Beine, danke. Du bist die meine, du Kleine. Ja. Sie hat aber auch schöne Beine. Danke. Wir schwimmen bis um vier. Nicht mit mir. Du bist die Kleine, die Kleine, die ich meine, denn du hast so schöne Beine, also sei doch bitte meine und dann gehen wir schwimmen. Gehen wir doch schon. Nicht mit mir, ja. Nein. Ich finde ja, deine Bemerkungen, Toni, sind echt aufbauend. Kai Spielberg ist online. Wunderbar. Oh, ich gucke gerade, glaube ich, in die falsche Kamera, oder? Ups, Entschuldigung. Wo ist denn mein iPhone? Ich gucke in die, ne? Also es tut mir ja leid, aber ich bin noch kein richtiger Kameramann. Ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt gucke ich. Welche Kamera bin ich? Ich komme ja richtig vor wie ein Dilettant, Ehrenwort. So, jetzt nochmal im Ernst. Jetzt habe ich. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich nerv mich hier ab mit dem Ding. Jetzt suche ich erstmal eine Kamera, in die ich gucke. Da. Nee, da. Das ist jetzt die Kamera im iPad. Sorry. Ich wollte eigentlich mit euch gar nicht diesen ganzen Kram hier durchgehen. Ja, genau. Das ist jetzt iPad. Schau nach vorn. Schau nach vorn. Astrid, schaue ich dich jetzt an? Schaue ich dir jetzt genau in die Augen? Gerne. Ich muss noch lernen. Ich bin noch kein richtiger Spielberg. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Jetzt bin ich weg. Weil jetzt müsste ich das wieder ändern. Und jetzt... bin ich quasi im Grunde genommen in der Kamera, richtig? Im iPhone. Und all diejenigen, die vielleicht eventuell dann dazukommen, die werden dann... Ich gucke jetzt wieder in die falsche Kamera, oder? Kinders! Ich langweile euch bestimmt damit. Ich finde es total spannend. Ja, genau, das wollte ich mal. Ich habe von Chris... ein Buch bekommen, diesem hier, Heinz Erhardt. Davon habe ich ganz viele. Große, dicke, dünne, fette Bücher und aber eben halt auch dieses kleine, dünne. Und beim Durchlesen habe ich so viele lustige Sachen gesehen, die ich gar nicht kannte. Die mir ganz neu gewesen sind. Und ich dachte mir, ich könnte ja vielleicht eventuell mal was daraus vortragen. Das ist ja hier nur eine Generalprobe. Trotzdem möchte ich euch gerne was vorlesen. Denn dieses Mal, wenn ich mich nicht irre, kein Gedicht. Ah, ich winke gerade meiner Frau zu, die von draußen kommt. Das ist ja sehr interessant. Komm mal hier rum. Komm mal hier so rum. Ah, das ist ja cool. Jetzt kriege ich was zu trinken gebracht und dann auch noch das furchtbare Zeug. Ich drehe es mal so rum, damit keiner das sehen kann. Das ist aber schön, dass du vorbeikommst. Nur um mir was zu trinken zu bringen.
Ciao. Mach wieder zu. Cool. Das ist ja schön, dass ich was zu trinken bekommen habe an meinem Arbeitsplatz. Das ist ja auch mittlerweile die einzige Bezahlung, die ich bekomme. Was anderes kriege ich ja nicht. Was zu trinken? Ich wäre glatt verloren, wärst du nicht stets bei mir. Du hängst an meinen Ohren, grad so wie ich an dir. Ich trag dich, wenn auf Zehen die Nacht sich niedersenkt, dann kann ich besser sehen den Traum, der mich umfängt. Und wenn ich einst verschwinde, für immer, bleib bei mir, dass ich auch sicher finde den Weg zur richtigen Tür. Heinz Erhardt. Das ist ein Gedicht, das ich überhaupt nicht kannte. Möchtet ihr die Geschichte von Onkel Harry hören? Eine witzige, ganz kleine Geschichte. Okay, wollt ihr... Ich bekomme Applaus, alles klar. Dann mache ich weiter. Onkel Harry wohnte im 4. Stock, weil im 3. schon jemand anders wohnte. Er hatte eine schöne Wohnung mit Zimmern drin und Wänden an den Seiten. Es grenzte aber nicht nur ein Zimmer an das andere, sondern schon fast an Wahnsinn, wie viele Bilder seine Nägel zierten. Auch schöne Radierungen hatte er, besonders in den Geschäftsbüchern. Von seiner Frau, meiner Tante Luise, sagte er immer, ihre Eltern hätten, als sie noch ein Baby war, sehnsüchtig darauf gewartet, dass sie endlich spräche. Nun warte er ebenso sehnsüchtig darauf, dass sie endlich einmal damit aufhöre. Ich will keine Werbung für Red Bull machen. Kostet 48 Cent. Aber wir bekommen Besuch. Ich weiß nicht, ob ihr das hinten seht. Da laufen gerade in absolutem Sicherheitsabstand von circa 40 Zentimetern Menschen vorbei. Das Wechseln der Kamera, dieses Splits, die da drin sind, das muss ich alles noch lernen. Jetzt gucke ich. Das lerne ich noch, okay? Wo seid ihr? Da. Das kriege ich noch hin. Aber das ist meine Schuld und da verzeih ich mir. Dann sehen wir uns nächste Woche oder früher. Mal gucken, wie Lust und Zeit ist. Hier kommt mein Abschlussfilmchen. Das war's. Bis zum nächsten Mal mit Low Carb One Protein Müsli von Leinberger. Die können sowas.